Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Furcella. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sofern Sie noch bei uns sind zu dieser späten Stunde. Ja, wir kommen zur ersten Lesung des Volksbegehrens Anti-Gendern. Rund 154.000 Menschen in Österreich haben dieses Volksbegehren unterstützt und sie wollen damit erreichen, dass Gendern nicht verpflichtend verwendet werden muss. Nun, wir alle hier in diesem Haus wissen, die Gender-Debatte, die Debatte über das Verwenden einer gendergerechten Sprache wird sehr emotional geführt, und zwar von beiden Seiten, von den Befürwortern und Befürworterinnen, genauso wie von den Gegnern und Gegnerinnen. Und ich freue mich schon auf eine sehr spannende Diskussion, die wir dann im Ausschuss haben werden. Möchte aber versuchen jetzt heute in meinem Eingangsstatement vielleicht ein paar Punkte festzulegen, auf die wir uns einigen können, alle, wie wir da sitzen und uns mit dem Thema befassen, die sehr grundsätzlich sind und von denen ich hoffe, dass wir uns entlang dieser Punkte ein Stück weit im Ausschuss auch austauschen können. Ich glaube, die Gender-Debatte hat zwei Seiten. Es geht ganz stark natürlich um die Menschen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig hier herinnen, Menschen wollen wahrgenommen werden. Jeder Einzelne, jede Person wünscht sich das. Menschen wollen geschätzt werden. Ich glaube, auch das, diese Meinung teilen wir hier. Und Menschen wollen nach Möglichkeit direkt angesprochen werden, und zwar in der richtigen Form. Und vor allem in den letzten Jahren und vielleicht im letzten Jahrzehnt hat sich dieser Wunsch auch noch verstärkt. Und auf der anderen Seite haben wir die Sprache. Die Sprache soll uns Menschen ja miteinander verbinden, soll uns dazu dienen, uns auszutauschen, uns auf Dinge zu verständigen und auch Konflikte auszutragen. Und wir alle wissen, Sprache hat Macht. Gerade wir als Politikerinnen und Politiker wissen das sehr genau. Und Sprache macht etwas mit uns. Und Sprache kann sich auch weiterentwickeln. Ich glaube, auch da können alle zustimmen. Sprache hat sich über die letzten Jahrhunderte natürlich immer weiterentwickelt. Und die Frage, die wir uns dann im Ausschuss, glaube ich, stellen müssen, oder die beiden Fragen, ist: Will ich mein Gegenüber mit meiner Sprache erreichen? Oder gehe ich nur von mir aus, will ihm sozusagen meine Sprache aufdrängen und ist es mir wurscht, wie es meinem Gegenüber mit meiner Sprache geht? Ich glaube, das, Kollege Amesbauer, das kann man von beiden Seiten diskutieren. Und ich glaube, das sind die grundsätzlichen Punkte, die wir... ja. Es ist schwierig, mit dem Kollegen Amesbauer vernünftig über Themen zu reden. Vielleicht hören Sie sich einfach meine Rede noch mal an im Nachgang und dann werden Sie feststellen, dass es überhaupt nicht wertend war, null wertend war und ich mich weder für die eine noch für die andere Sache ausgesprochen habe, sondern versucht habe, einen neutralen Standpunkt einzunehmen entlang dieses Standpunktes. Werden wir hoffentlich im Ausschuss diskutieren können und ich darf jetzt vielleicht meiner Freude Ausdruck verleihen, lieber Kollege Amesbauer, dass du nicht Mitglied im Gleichbehandlungsausschuss bist. Danke schön.